helicopter 407 Whiskey Hotel. Die Erde entstand schon vor rund 4,5 Milliarden Jahren. Ein Mann wie Ben Brooks staunt jeden Tag darüber, dass sie noch längst nicht fertig ist. So gute Sicht wie heute hat man nur sehr selten. Ben Brooks ist Vulkanologe. Sein Spezialgebiet ist einer der aktivsten Vulkane der Welt, der Kilauea auf Hawaii. Bisher konnte ich die Spalte immer nur vom Boden aus sehen. Vulkane entstehen meist, wenn die tektonischen Platten der Erdkruste zusammenstoßen oder auseinandertreiben. Doch die Vulkane von Hawaii entspringen einem sogenannten Hotspot, der tief hinunter in den Erdmantel reicht. Vor rund 100.000 Jahren begann der Kilauea über die Meeresoberfläche hinauszuragen. Heute bildet er die größte Insel des Hawaii-Archipels. In letzter Zeit ist vor allem ein 15 Kilometer entfernter Ausbruchkanal namens Puo'o aktiv. Wir fliegen jetzt auf den Puo'o zu. Der Krater ist mit dichtem Rauch verhangen. Der Kilauea und seine Nebenkrater haben in den Jahrtausenden so viel Lava ausgespuckt, dass man damit eine 500.000 Kilometer lange sechsspurige Autobahn bauen könnte. Vor einiger Zeit sank der Lavapegel im Hauptkrater plötzlich ab. Daraufhin bildete sich hier, wo die frische schwarze Lava ist, ein Kanal. Der Puo'o ist längst weltbekannt. Dabei gibt es ihn erst seit 1983. Greg Santos war damals Wächter im Nationalpark. Der Ausbruch hörte sich an wie ein ganzes Geschwader von Jumbo-Jets. Sogar in 8 Kilometern Entfernung verstand man sein eigenes Wort nicht mehr. Glühende flüssige Lava schoss über 300 Meter hoch in den Himmel. Wann der nächste Ausbruch kommt, weiß niemand so genau. Dabei geben sich die Geologen mit ihren Vorhersagen alle Mühe. Wind 070 at 3005. Welches Strömungsverhalten zeigen die Lavaflüsse? Wo entsteht Druck und wie entweicht er? Vieles wäre klarer, wenn wir einen Blick in das Innere des Vulkans werfen könnten. Der Rauch besteht aus Wasserdampf und Schwefeldioxid. Da gibt es keinen Durchblick. Ben musste sich etwas einfallen lassen. Okay. Dieses Gerät heißt LIDAR. Es arbeitet mit Laserstrahlen und kann dreidimensionale Bilder erzeugen. Das Ding wiegt fast 30 Kilo. Da heißt es langsam gehen. Es sei denn, ein Ausbruch kündigt sich an. Mike Poland ist Geologe. Er arbeitet für eine staatliche Forschungsstation auf Hawaii. It's important to understand what's happening down there because um Vorhersagen zu machen, müssen wir wissen, was in der Erde vor sich geht. Ob der Kraterboden demnächst einstürzt, ob gerade ein Lavasee oder ein neuer Kanal entsteht. Neblig heute. We'll be right back.
Die Schönheit des Vulkans darf nicht über seine Gefährlichkeit hinwegtäuschen. Seine Schwefeldioxidwolken führen mitunter zum Ersticken. Und schon ein einziger Fehltritt kann den Tod bedeuten. Diese Stelle hat mir zu viel Überhang. Versuchen wir es auf der anderen Seite. Wie alt sind diese Risse? Nur ein paar Monate. Die großen laufen genau auf den Kraterrand zu und das Gestein ist porös. Wir bleiben besser auf Distanz. Hier ist eine gute Stelle. Der Kraterboden liegt in 70 Metern Tiefe. Noch ist nicht sicher, ob LIDAR aus dieser Entfernung scharfe Bilder erzeugen kann. Das Gerät sendet pro Sekunde 2500 Laserstrahlen aus. Okay, let's go. This is pretty cool. Es gibt langweiligere Jobs. All right, it's done. Nach einer Stunde erhält man erste Ergebnisse. That actually looks pretty good. Nicht schlecht. I think that looks pretty good. Okay. Die wesentlichen Informationen ergeben sich aus dem Vergleich dieser Bilder mit älteren Aufnahmen. Ein Jahr zuvor hat LIDAR dieses Bild vom Kraterboden aufgenommen. Ein zweites entstand wenige Tage danach. Hier grün hervorgehoben. Man erkennt, dass der Kraterboden zwischenzeitlich fast 30 Meter tief abgesunken ist. Wo ist das Magma geblieben? Gleichzeitig eröffneten sich neue Spalten, anderthalb Kilometer hangabwärts auf dem Puuo. In einer einzigen Woche spielen sie viele tausende Kubikmeter Lava aus. Wieder einmal stellte der Kilauea seine ungeheure Kraft unter Beweis. Die ausströmende Lava verändert die Erdoberfläche vollkommen. Nichts kann ihr standhalten. Auf ihrem Weg zum Meer hinterlässt sie eine Schneise der Verwüstung und des Neubeginns. Der Vulkan erzeugt rundherum eine Art Mondlandschaft. Riesige Felsbrocken werden von den Lavaströmen fortgespült und ragen später einsam und verlassen in den Himmel. Es ist windig und heiß. Bäume gibt es hier längst keine mehr. Hier und dort finden sich Spuren von Vegetation und Abdrücke von Baumstämmen im Gestein. Es sind die letzten Reste eines einst üppigen, schattigen Waldes. Wenn die Lava einen Baum umschließt, kühlt sie ab, bevor das Holz in Flammen aufgeht. Übrig bleibt ein derartiger Abguss. Ein mutiger Pionier streckt seine Fühler aus. Er ist ein Nachkomme der wenigen Überlebenden. Zufällige Richtungsänderungen im Lavastrom hinterlassen oft nur winzige Oasen inmitten der Ödnis. Diese Oasen heißen Kipukas. Oft sind sie mehrere hundert Jahre älter als die Gesteinswüste rundherum. Das macht sie zu ökologischen Zeitkapseln. Manche dieser isolierten Arten bilden genetische Besonderheiten aus. Den bedrohten Kleidervogel gibt es nur auf Hawaii. Er hat in den Kipukas eine Zuflucht gefunden. Von der Hawaii-Gans, dem Wappenvogel der Insel, leben nur noch 800 Exemplare in Freiheit.
Diese ökologischen Enklaven sind ihre letzte Chance. Die idyllische Einsamkeit währt aber meist nicht lange. Schon bald, nachdem die Kipukas das Inferno überstanden haben, werden sie von einer neuen Plage heimgesucht. Seit 30 Jahren räubern Kurzkopfwespen im Artenreichtum der Kipukas. Versehentlich brachten Menschen sie nach Hawaii. Und nur Menschen können jetzt ihre Ausbreitung eindämmen. Wir haben alles mit dabei. Hier treiben sie es besonders wild. Die Biologen David Foote und Aaron Wilson kämpfen für den Schutz der empfindlichen Lebensräume. Die Wespen schaden den hiesigen Insekten. Kurzkopfwespen sind aggressive Jäger. Kleinere Insekten sind für sie eine leichte Beute. Sie reißen ihnen einfach den Kopf ab. Je größer der Hunger der Wespen, umso weniger Nahrung bleibt für Vögel. Und umso weniger Pflanzen werden